sind natürlich mit Absicht da, damit er wieder in die falsche Richtung zielt. Das ist alles nur so ein richtiges Pissspiel hier. So ein richtiges Sackgangsspiel. Hier musst du richtig gestresst und genervt rausgehen. Das ist das, was die Entwickler wollen. Ich esse das mal direkt und dann reicht es aber auch schon. Gucken wir mal, was hier noch kommt. Ein wütender Riese. Ich meine, vor dem könnten wir vielleicht... Das ist nur ein Giftscheißer und ein Giftspeier. Die beiden, die sind nicht das Thema. Gibt's immerhin Karten, ne? So. Aber jetzt hier wütende Riesen. Ich hab da... So langsam habe ich die Nase voll von dem Spiel. Muss ich mal ehrlich sagen, ne? Okay. Aber es ist natürlich im Moment wirklich einfach. Und es macht mir auch wirklich keinen Spaß. Ich schäme mich. Ich schäme mich wirklich. Aber mit dem Scharfschützengewehr geht es wenigstens überhaupt zu bestehen. Ich werde jetzt mal von oben versuchen, den Geschützturm hier anzugreifen. Und das war natürlich Mist. Von hinten habe ich noch gedacht, das wird was. So, jetzt holen wir uns die Kiste. Mal schauen, was es in der Kiste gibt. Puh, Etage 3 im Bunker. Naja, das ist, dieser Loot ist sinnlos. Das ist... Ach so, im Geschützturm kann man das auch was kriegen. Mir noch gar nicht aufgefallen. Gucken wir uns das hier mal an. Die müssen aber auch alle nerven, hä? So, mir wurscht. Sind wir gesund? Grüne Coupons. Oh, Hier noch ein paar... Also du siehst... Ich bin obermäßig super ausgerüstet und habe bisher, mal gucken, was wir damit anfangen können mit diesen Teilen. Ne? Ich habe immerhin 11 gelbe, ein paar rote. Wir werden die erstmal irgendwo ins Lager packen, die ganzen Tickets. Ja, so weit war ich noch nie drin im Bunker, noch nie. Hier können wir eh mal trinken und dann das lassen wir dann sonst liegen. Dann war's das, jetzt gehen wir hier unten rein. Jetzt haben wir hier also schon... Den werden wir gleich mal los, bevor der uns später auf den Sack geht. Und natürlich auch gleich mal ein Level mitgenommen. Gibt es hier sonst noch was? Nee, runter gehen wir hier nicht. Nicht, dass er ja auch wieder runtergesprungen wäre. Wer weiß, was hier alles auf uns zugekommen wäre noch. Da unten ist ein Ausrufezeichen. Was soll das denn schon wieder darstellen? Ich habe Angst, ey. Ich habe Angst. Der Bunker ist angeblich leichter gemacht worden. Mir kommt es nicht leicht vor. Nein! Machen wir erstmal den Typen platt hier. Dafür haben wir die Waffen mit. Guck dir das an. Da stehst du super. Mit dem Schädelspalter bist du natürlich super ausgerüstet. Wie viele Waffen haben wir noch? Nur noch, ich habe die letzte Fernkampfwaffe platt gemacht. Ich bin schlau. Ich habe nicht mal eine Glock dabei, gar nicht. Ach nein. Ich hätte viel mehr mit dem Schädelspalter machen müssen. Habe die Dinger einfach kaputt gemacht. Ja, dann muss ich zurück zum Fahrstuhl. Was haben wir denn hier drin noch? Ist da ein Wütender? Das ist ein Giftspeier. Ah, das ist ein wütender Riese da oben drin. Nee, nicht doch. Oh. Na dann los. Gucken wir mal, ob wir die schaffen. Schnell zurück. Platt. Ja, dann ist aber die Rüstung auch durch und nicht nur die Rüstung. Ich kann jetzt zurückgehen und kann Fangkampfwaffe holen.
Das ist ja super, das macht dir gleich wieder total Spaß. Aber wir haben ein paar Rote. Ich heile mich mal mit dem. Und die Rüstung ist im Sack. Und keine Fernkampfwaffe, nichts, nichts dabei. Was ist da unten drin? Ein wütender Riese. Nee, über das gehe ich nicht looten. Hier haben wir nur einen Giftspeier. Die Rüstung ist auch gleich im Arsch. Naja, denn die kriegen wir noch hin. Und dann ist es das gleiche gewesen mit der Rüstung. So, wo geht's denn hier hin? Was haben wir hier oben? Da ist auch ein wütender Riese mit drin. Was ist das hier? Vielleicht ist das ja ein. Das wird gleich zum Fahrstuhl kommen. Das wäre natürlich schlau. Nee, sieht auch nicht danach aus, du. Giftspeier. Wenn jetzt die Rüstung im Sack ist, dann haben wir den Giftspeier verloren. Na gut, das schaffen wir noch. Und dann räumen wir hier mal raus. Vielleicht finden wir was zu essen, dass wir uns das mal heilen können. Ja, ich hätte das mit den Nahkampfwaffen viel intensiver nutzen müssen. Ich habe mich so total auf mein... Okay, schiff erstmal hier hin. Ich habe mich so total auf meine Fernkampfwaffen konzentriert, dass ich die Nahkampfwaffen völlig ignoriert habe, ne? Das war natürlich super mega schlau von mir. Ach, sowas Ärgerliches. Nein. Da hilft doch kein Cheaten, wenn man einfach keinen Plan hat von dem, was man da tut, ne? Ich gehe zurück zum Fahrstuhl. Ich laufe nach Hause. Und dann holen wir neue Fernkampfwaffen. Anders ist das nicht zu machen hier. Ist aber nicht das Problem, denn... Guck mal, ist hier alles easy peasy. Hier ist der Weg. Da unten... Oh, das war wieder super schlau. Man findet seine eigene Leiche auch. Meine eigene Leiche finde ich nicht wieder übrigens, wenn ich sterbe irgendwo, habe ich letztens festgestellt. Da bin ich im Wald gestorben, bin wieder hingegangen und da war meine Leiche weg. Ich glaube, hier im Bunker ist es anders, da wird es abgespeichert. So. Was haben wir hier drin? Soll ich es mal wagen? Ach, Türmeaktivierung erforderlich. Wäre von der anderen Seite gegangen, nehme ich an. Ah, Mist. Hätten wir eine Runde rumlaufen müssen. Ich gehe erstmal wieder raus, fahre nach Hause, hol mir das nächste Maschinengewehr oder die nächste Fernkampf, Nahkampfwaffe, was weiß ich. Wir müssten doch jetzt im Foyer sein, oder? Wollen wir mal gucken, was wir für die Kiste so kriegen können, die wir jetzt... wie haben wir hier? 30 rote für die Kiste. 25 gelbe für die Kiste. Und was haben wir hier? 24. Also wir können uns eine grüne Kiste gönnen. Wollen wir uns eine grüne Kiste gönnen? Wir gönnen uns eine grüne Kiste. Und dann gucken wir mal. Müssen wir irgendwann mal so richtig viele, viele Kisten auspacken. Ach, guck an. Na, da können wir doch gleich weitermachen. Das ist doch schön. Da brauchen wir nicht abhauen. Das können wir auch wegnehmen. Das können wir mitnehmen. Das ziehen wir uns rein. Erstmal uns schon satt. Waffenteile. Aluminium ist vor allem interessant. Und auch Waffenteile. Ich denke mal, da können wir auch die Stoffe können wir hier liegen lassen. Nägel sind vielleicht im Moment nicht so wichtig. Keule auch nicht. Wie sieht es denn aus? Gesundheit und Hunger und sowas. Das ist eigentlich fit. Ja, dann können wir doch gleich hier bleiben. Da haben wir erstmal eine MG dabei. Nur die Klamotten. Ach, die hier drin sind sehr, sehr schwach. Ja, wir haben noch Schwerter, wir haben einen Schädelspalter. Ich habe ein paar Waffenteile. Du, nichtsdestotrotz, wir machen das so. Ich gehe erstmal nach Hause. Also aus dem Kundenkiste haben wir eine Nahkampfwaffe gekriegt. Ich fahre erstmal nach Hause. Das müsste doch so gehen, genau, ne? Das ist immer richtig. Jetzt sind wir an der Oberfläche. Jetzt laufe ich nach Hause und bringe erstmal die Tickets weg. Denn das wäre mir zu schade, wenn das hier jetzt irgendwo verloren geht. Gerade bei den roten Tickets. Dann rüste ich mich mal mit Rüstung aus und dann gehen wir wieder rein und holen uns noch ein bisschen was aus der unteren Etage. Und dann müssen wir mal gucken. Dann haben wir den ersten Bunker schon durch und müssen wir mal schauen, wo es weiter hinführt. Ich laufe gleich,
schließt in einem Tag. Das schaffen wir ohne Probleme. Den gucken wir uns noch an. Zu Ende. Oh. Junge, 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 Junge. Ich habe Angst. Habe ich Angst. Aber da habe ich ja ein paar Folgen geschafft heute hier. Habe ich gleich mal wieder 2 Folgen aufgenommen. Und dann kann ich nämlich gewährleisten, dass zumindest, auch wenn es gescheatet ist, jeden Tag eine Folge kommt. Wie gesagt, macht euch keine Welle. Wir werden später Challenges machen, wo ich ohne volle Ausrüstung in den Bunker gehe. Aber dazu muss ich den erstmal ein bisschen kennen und muss ein bisschen wissen, was auf mich zukommt. Und dann klappt das auch. Ich mache jetzt gleich in diese Kiste meine Tickets rein. Also die Coupons. Dann habe ich hier irgendwo die Kiste. Guck mal, hier müssten doch irgendwo schon Benzinkanister sein. Nee, hier nicht. Hier auch nicht. Doch, da sind sie. Das kann ich hier mit drauf packen. Waffenteile. Ein Schraubenschlüssel, den einen Schraubenschlüssel, den ich habe, den bringe ich gleich mal hier oben hin. Den kann ich gleich mit hier reinmachen. Da habe ich schon 4 von 10. Illegale Waffenteile. Okay, das hier passen sie nicht rein. Aluminium mache ich hier vorne an. Aluminium hier nicht, aber hier vielleicht. So, und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, hau rein, bleib schön gesund und tschüss.